Ja, hi. Freunde, ich bin seit 8 Jahren Comedian und das ist mit Abstand die beeindruckendste und heftigste Kulisse, vor der ich jemals gestanden habe, Alter. Das ist absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist 13.000 Menschen, Alter. Sowas nennen wir in der Türkei Tupperparty, echt. Oder Hochzeit, geht auch so. Absoluter Wahnsinn. Aber ich liebe diesen Job. Ist ein geiler Job. Macht Spaß. Ne? Ich liebe es, Comedian in Deutschland zu sein. Obwohl die Menschen immer wieder behaupten, die Deutschen haben doch keinen Humor. Schwachsinn, Köln. Absoluter Schwachsinn. Meiner Meinung nach, und ich beziehe mich mit ein, hier geboren, aufgewachsen, sind wir Deutschen die lustigsten Menschen auf der ganzen Welt. Ja, Mann. Genau so. Unbewusst, ja, weil wir Deutschen haben eine Art und Weise an uns, die ist einzigartig. Guck mal, wenn du einen Autounfall hast und du liegst im Krankenhaus, da kommt der Türke zu dir und sagt, Bruder, Gott hat auf dich aufgepasst, bete zu Gott, dann geht's dir schnell besser. Der Amerikaner kommt zu dir und sagt, oh my goodness, get well soon, do you need anything? Der Deutsche kommt zu dir und sagt, oh Günther, was machst du denn für Sachen? Ja. Oder dich kann man auch keine Sekunde alleine lassen. Das Einzige, was mich so ein bisschen abfuckt, sind deutsche Sprichwörter. Digga, ich check deutsche Sprichwörter nicht, das ist Wahnsinn, Alter. Mir fehlt irgend so ein Chromosom. So. Letztens kommt ein Kumpel zu mir und sagt original, Ozan, du bist eine coole Socke. Dankeschön. Richard, und du bist ein interessanter Hut. Digga, 2023, wer sagt, letztens habe ich meinen Sohn aus der Schule abgeholt, weil er ein bisschen Scheiße gebaut hat, okay? Nichts Schlimmes. Ich hole ihn aus dem Klassenzimmer ab, lauf mit ihm ins Sekretariat. Sein 10-jähriger Kumpel Jeremy, 10, läuft an uns vorbei und macht original den hier. Burak, jetzt hast du den Salat. Digga, du bist 10, welcher 10-Jähriger? Drück dich mal zeitgemäß aus, was weiß ich, draufgeschissen, alles Kachpas und Charmutas. Digga, mein alter Chef bei Lidl hat immer gesagt, da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Da wird ja der, was, 100 pro ein asiatisches Sprichwort. Stell dir vor, du bist beim Asiaten, ja, schönen guten Tag, ich hätte gern die 58, flambierter Mops, kommt sofort. Dürfte ich fragen, wie sie den zubereiten? Na klar, wir packen ihn in die Pfanne, bis er verrückt wird. Und dann servieren wir den. Und woran merken sie, dass er verrückt wird? Er fängt an, aus der Bibel zu rezitieren. Damit möchte ich nicht sagen, dass aus der Bibel zu rezitieren gleichzusetzen ist mit verrückt sein. Damit möchte ich lediglich hervorheben, dass Tiere, die im Alltag aus altreligiösen Schriften rezitieren, offensichtlich nicht ganz gesund sind. Köln, an dem Satz habe ich gesessen, Digga. Das ist echt... Ja. Ich meine, ich stell dir vor, du läufst die Straße entlang und da sitzt eine Katze auf der Fensterbank. Du läufst an ihr vorbei und sie fängt an. E nomine patri et filii spiritus. Und die Türken fangen auch schon an. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Letztens mein Cousin Ali. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Digga, du bist Muslim, sag wenigstens Lamm. Wahnsinn. Ja. Aber... ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind 1980 hierher gekommen. Aber Deutschland ist meine Heimat. Ich liebe dieses Land, hier geboren, aufgewachsen. Aber Köln, ich bin türkisch groß geworden. Ja? Ich meine, ich bin 36 Jahre alt, Dicker. Meine Mutter droht mir heute noch. So. Ihre Lieblingsdrohung, ich stopfe dir scharfe Peperoni in deinen Mund. Immer wieder. Aber auf türkisch klingt krass, Dicker. Acı biberi ağzına sokarım. Immer wieder. Acı biberi ağzına sokarım. Immer wieder, Acı biberi. Und mein Vater hat immer mitgemacht. Der einzige deutsche Satz, den er kann. Meine Mutter immer wieder, Acı biberi ağzına sokarım. Und direkt daneben mein Vater, dein Arsch wird brennen. Immer wieder, Dicker, was soll diese Scheiße? Immer wieder. Acı biberi, dein Arsch, Acı biberi, dein. Alter, das sah aus, als würden die gemeinsam rappen so. Acı biberi, dein Arsch. Acı... hat nur noch gefehlt, dass meine Großmutter im Hintergrund twerkt. Jalalalalalalala. Es ist. Weiß ich nicht. So. Aber mittlerweile bin ich ja selber mit einer deutschen Frau zusammen. Und ich mag deutsche Frauen. Deutsche Frauen sind toll. Ich liebe deutsche Frauen.
Aber am, ja, danke schön, eine Deutsche. Ja. Aber am Anfang der Beziehung, meine Mutter hatte schon Probleme. Ich akzeptiere keine deutsche Frau. Eine deutsche Frau kommt mir nicht ins Haus. Nicht in 100 Jahren. Ja, aber Mama, ihre Eltern arbeiten beim Arbeitsamt. Herzlich willkommen in der Familie. Komm. Und Reini. Und es gibt Unterschiede, Alter. Es gibt Unterschiede. Ich war 9 Jahre mit einer Türkin verheiratet. Es gibt Unterschiede. Deutsche Frauen streiten taktischer, strategischer, ausgeklügelter. Wenn ich mich mit meiner deutschen Frau streite, sie steht auf, läuft rüber, nimmt das Telefon in die Hand und ruft meine Mutter an. Meine türkische Ex-Frau hat mit dem Handy nach mir geworfen, Alter. Und Digga, das war vor 17 Jahren. Damals gab es diese Motorola-Klapp-Handys. Wenn die dich getroffen haben, haben die sich aufgeklappt und mit der Rückseite noch eine gegeben haben. So. Ja, ich. Ja, ich lache ein bisschen seltsam, tut mir leid. Das ist... Das ist, ich weiß nicht, das ist, weiß ich nicht, das ist schon ein Unterschied. Einmal habe ich meine Ex-Frau angeschrien, ich schwöre dir bei Gott, ich spring vom Fenster. Und meine türkische Ex-Frau einfach nur, dann mach doch, du Vollidiot, gib's unten einen Fettfleck. Letztens, ich schwöre dir bei Gott, letztens habe ich meiner deutschen Frau das aus Spaß zugerufen, nur um zu sehen, was sie sagt. Ich habe geschrien, Schatz, ich schwöre dir bei Gott, ich spring vom Fenster. Und meine deutsche Frau, Schatz, wir wohnen im ersten Stock, was soll denn großartig passieren? Und, Alter, und ich dachte, es wird unkompliziert, aber deutsche Frauen haben fucking viel Temperament, Digga. Ich weiß nicht, woher das herkommt so. Meine Frau hat zu viel davon. Im Straßenverkehr, die wird immer aggressiv. Ich verstehe nicht mal, warum. Sie hat nicht mal einen Führerschein, Alter. 1,60 groß, schaut kaum übers Armaturenbrett und pöbelt einfach jeden an so. Ihre Haltung ist so klein, Napoleon fickt ganz Europa, meine Freunde. Letztens auch wieder, wir haben 10 Minuten Parkplatz in Berlin gesucht. Ich habe keinen gefunden, Köln. Dann habe ich einen gefunden, wollte rückwärts reinfahren. Kommt ein Assi, fährt mit voller Geschwindigkeit rückwärts rein. Ich so, scheiß drauf, bleib positiv, fahr einfach weiter, du hast gleich eine Show. Meine Frau wie aus dem Nichts, halt an! Und dann rennt sie aus dem Auto, stellt sich vor sein Auto und schreit, dein Benehmen ist total asozial, ich brech dir dein Rückgrat, du Lappen. Ich schwör's, im ersten Moment wollte ich dazwischen gehen, im nächsten dachte ich mir, nein, Mann, ich möchte echt sehen, wie das weitergeht. Und dann legt sie noch eins drauf, sie tritt gegen die Stoßstange und schreit, komm doch raus, du Pussy. Und ich schwör dir bei Gott, der Typ kriegt Angst und fährt einfach davon. Meine Frau steigt ins Auto wie der heftigste Mafia-Boss, als hätte sie gerade 10 Feinde abgeschlachtet, schaut auf ihre Fingernägel und sagt, Schatz, ich habe das geklärt, du kannst reinfahren. Ich bin 1,74, seht ihr mich? Das ist Wahnsinn, Digga. Und ich muss auch in der Endeaktion mit Frauen noch viel lernen. Letztens Köln habe ich ein bisschen Scheiße gebaut und es tut mir auch leid. Ladies, nehmt meine Entschuldigung an. Ich wusste nicht, dass das so ein Thema ist. Ich habe meiner Frau gesagt, dass sie halt ein wenig... dass sie ein wenig expandiert. Das. Seitdem empfinde ich auch keine Freude mehr in meinem Leben. Nichts ist so schlimm wie die kalte Schulter deiner Frau, Dicker. Dann zieht sie nachts 1 Uhr ihre Joggingklamotten an und geht joggen. Ich so, Schatz, wohin gehst denn du? Ich geh joggen, um mein Fett abzubauen. Und ich, der größte Vollidiot in der Geschichte der Menschheit, anstatt einfach zu sagen, Schatz, du bist nicht dick, ich bin dumm und oberflächlich, bitte lass uns reden. Was sag ich, Schatz, von einem Mal passiert nichts, du musst das konst... Digga, ihre Freundin hasst mich seitdem, ne? Oh mein Gott, wie die... Ladies, der Zusammenhalt unter euch ist der Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, schreit eure Geschlechtsreife raus. Lasst es raus.
Das ist Wahnsinn. Digga, wie die mich hassen. Am nächsten Tag waren die bei uns zu Besuch. Ich komme nach Hause, betrete den Flur. Ihre Freundin Kathi läuft an mir vorbei. Oh mein Gott, du widerst mich an. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer, sitzen die im Kreis wie so ein fucking Hexenzirkel. Hat nur noch gefehlt, dass ein Bild von mir in der Mitte ist mit einem fucking Dartpfeil in der Fresse, Alter. Dann habe ich gefragt, Ladies, was habt ihr denn heute noch vor? Und dann schreit Sandra, wir gehen joggen, um unser Fett abzubauen. Und man sollte meinen, ich hätte aus meinen Fehlern gelernt. So. Daraufhin meinte ich, Sandra, gute Idee. Dein Freund Matthias meinte, er fände es gut, wenn du ein bisschen mehr Sport... Ich erreiche Sandra seitdem nicht mehr und das ist... Ja. Aber ich bin mittlerweile 36, Digga, und ich muss auch... Ich bin der Vater eines wundervollen Jungen. 11 Jahre alt, ich liebe meinen Sohn über alles. Aber seien wir ehrlich, Köln, seien wir ehrlich, die Kinder heute sind ganz anders als wir damals. Er ist 11 Jahre alt und zum ersten Mal in seinem Leben verliebt. Oh. Digga, als ich 11 war, habe ich draußen Fußball gespielt. Ich bin auf Bäume geklettert. Ich habe mit Tamagotchis gespielt. Kennt ihr noch Tamagotchis? Ja? Diese kleinen elektronischen Geräte, die musstest du tagtäglich füttern. Wenn die nichts zu fressen bekommen haben, sind die elendig verreckt, Digga. Und ich bin auch voll der krasse Muslim. Jedes Mal, wenn Ramadan war, habe ich die mitfasten lassen. Die haben es halt nie geschafft, sind Ungläubige. Was willst du machen? Ist halt einfach. Jedes Mal, wenn er aufgeploppt ist, ich habe Hunger, habe ich gesagt, vertrau auf Allah, Allah. Und er ist verliebt, Dicker, in Luisa, Klassenbeste. Da war ich ein bisschen beruhigt, er steht auf die Intelligenten so. Letztens habe ich ihm gesagt, Schatz, lad doch mal Luisa zu uns zum Essen ein. Oder wir können auch gerne ins Kino. Ich setze mich auch ganz hinten hin, dann bin ich dir gar nicht peinlich. Da sagt der kleine Hosenscheißer, Papa, ich würde Luisa gerne in die Altstadt einladen zum Sushi-Essen. Why, Playboy? Schatz, meinst du nicht, ist ein bisschen übertrieben? Ich meine, reicht denn dein Taschengeld dafür aus? Da sagt der kleine manipulative Hosenscheißer etwas, was mich selten so sehr getroffen hat. Papa, ich bin zum ersten Mal verliebt in meine erste große Liebe. Ich glaube nicht, dass mein Vater mich hängen lässt. Und er möchte auch kein Komiker werden, er möchte Feuerwehrmann werden. Ja, geiler Job. Habe ich ihm gesagt, Schatz, lass uns doch einen Kompromiss treffen, werde doch einfach ein lustiger Feuerwehrmann. Papa, wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht Menschen lustig das Leben retten. Warum nicht? Rettest du aus dem Feuer und schubst wieder rein. Verarscht, der hat es. Und alles, was für uns damals normal war, ist für die undenkbar. Alter, wahre Geschichte, Köln, wahre Geschichte. Letztens habe ich meinem Sohn einen Brief in die Hand gedrückt, mit der Bitte, diesen in den Briefkasten zu schmeißen. Wir haben damals für unsere Eltern permanent Briefe verschickt, Amt, Krankenkasse, was weiß ich. Er schaut mich an, als würde ich eine fremde Sprache sprechen, Alter. Woher soll er das auch wissen? Stadtkind hat noch nie in seinem Leben Postboten gesehen, Alter. Ich, Junge, stell dich nicht so dumm an, der Brief muss in den Briefkasten. Papa, ich verstehe nicht, der Brief muss in den Briefkasten. Köln, ich schwöre euch bei allem, was mir heilig ist. Er geht raus aus der Wohnung, im eigenen Treppenhaus einfach runter und wirft den Brief in unseren eigenen fucking Briefkasten, Alter. Am nächsten Tag mache ich den Briefkasten auf, ist mein eigener Brief. Und ich, Vollidiot, mache den auch noch auf, um zu schauen, was ich schreibe. Vielen lieben Dank, Köln. Dankeschön.